So Leute, heute mal wieder mit dem Unboxing. Das Ganze ist Mancona. Und zwar ist es ein Stativ, Kamerastativ geschaltet. Und ja, hat mich ungefähr 45 Euro gekostet. Ich denke, davon kann man schon einiges erwarten. Das allerbeste natürlich auch wieder nicht, aber schon ein relativ gutes Produkt. Und zwar kommt das Ganze in einer schönen Stativtasche mit. Ich mache jetzt einfach mal auf. Das Ganze ist noch sicher verpackt. Wahrscheinlich kratzt es verpackt oder keine Ahnung, was ihr damit wollten. Na gut, ihr könnt das Ganze jetzt nicht fühlen, aber es hat schon einiges an Gewicht. Ist aus Metall. Und deswegen auch nicht ganz so billig. Und ja, Moment, ich versuche mal. Jetzt wohl. Ach so, okay. Ich muss es runterziehen. Da kann ich die Beine verbiegen, wie ich will. Hoffe ich doch mal. Okay, geht relativ zäh. Ich denke mal, Moment, jetzt muss ich Position wechseln. So. Hier haben wir jetzt den Kamerakopf, kann man sagen. Mit einer praktischen Auswechselplatte. Okay, dann muss man. Hier ist so ein kleiner Stift. Den muss man runterziehen. Da kann man. Okay, man kann den Hebel verstellen. Da hat man hier eine Auswechselplatte. Ist auch gleich mit der Schraube festgemacht. Und das Praktische ist, bei anderen billigen Stativen hat man hier erstens alles aus Plastik. Und zweitens, ich habe zwei Stative gehabt. Und da ist mir immer diese Schraube verloren gegangen. Rausgefallen und verloren gegangen. Aber hier ist sie gesichert. Das heißt, man bekommt sie nicht raus. Was ich einfach ideal finde. Und hier sind die Schnellwechselplatten. Ich glaube, die kann man auch relativ günstig nachbestellen. Also die kann man direkt in der Kamera lassen und nachbestellen, wenn man mehrere Kamera hat. Und ja, ich setze sie wieder ein. Ich setze sie mal wieder so. Ja. Das sieht wahrscheinlich genau. Man zieht den Schiff runter, es fixiert sich schon automatisch. Ich kann da auch noch ein bisschen fester drücken. Und das hebt bombenfest. Dann dieser Kamerakopf, da kann ich diese Schraube lockern und alles. Dann bekomme ich den leichter gedreht. Und ich kann hier den Kugelkopf, der lässt sich komplett drehen. Super flexibel. Also ideal. Eigentlich mehr für Fotografie, aber für Videos ist bestimmt auch gut geeignet. Denn hier, Moment, genau hier, hier haben wir eine kleine Schraube, die kann man lösen und dann kann man hier das Gestänge höher ziehen und wenn ich mich nicht täusche, sogar komplett rausnehmen. Achso, okay, hier unten ist so ein kleiner Gumminappen, den müssen wir lösen. Da kann man die Stange komplett rausziehen und das Ganze genau andersrum. Moment, also man kann das Ganze auch komplett andersrum hinmachen. Da kann man die Kamera unten montieren. Das ist jetzt eher für Fotografie gedacht. Kann ganz runter bis in den Boden gehen. Kann super Makroaufnahmen von Blumen oder was weiß ich aufnehmen. Super ideal. Ich hatte noch nie so ein Stativ, dass es so qualitativ hochwertig ist. Das Ganze eigentlich für den relativ günstigen Preis von 44,99 oder 95. Nur wenn man hier das Gestänge reinbringen will, geht es ein bisschen zäh und man braucht ein bisschen Geduld. So, dann haben wir hier unten bei den Beinen noch eine kleine eingebaute Wasserwaage, was ich an den Beinen nicht ideal positioniert finde, weil es eher hier oben rauf gehört, damit die Kamera waagerecht ist und nicht unbedingt die Beine.
Aber ist auch praktisch und ich denke, bei der Kamera bekommt man so gerade. Sieht man ja im Bild, ob es passt oder nicht. Dann haben wir hier noch die ganzen Beine. Wie ihr sehen könnt, haben die keine so nähe Zwischenstützen, sondern ihr könnt einfach die runterziehen und so, geht ein bisschen sehr, so verbiegen, wie man will. Das heißt, ich kann das mal ganz glatt machen oder ja, so flach wie möglich. Wie ihr sehen könnt, breitet es sich super ideal aus. Man kann bis auf, schätze ich mal, 5 cm runter. Da muss man natürlich das Gestänge nach oben, so weit wie möglich. Aber sonst ist es ideal. Man kann, ich glaube, die Beine oder das ganze Stativ kann man auf bis zu 1,65 Meter hochfahren. Was auch ideal ist. Für Filmen oder ja, sonst irgendwelche, sagen wir mal, Events. So. Da kann ich gleich prüfen, ob es gerade ist. Nee, weniger. Jetzt passt einigermaßen. Und hier unten ist auch alles relativ hochwertig gemacht. Das heißt, wir klippen einfach den Clip aus. Ist relativ einfach gemacht. Und man kann die Beine wunderbar aushauen. So. Ja, das ist eigentlich mein neues Lieblingsstativ. Ich werde jetzt wahrscheinlich 95% aller Aufnahmen mit diesem Stativ machen, weil ich es einfach super finde. Ich stelle euch natürlich einen Kauflink von Amazon in die Beschreibung. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, beziehungsweise ich weiß dazu nicht mehr zu sagen. So der Profi bei Stativen bin ich nicht. Und ja, ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, bitte bewerten, kommentieren und abonnieren. So Leute, damit ihr noch ein bisschen was zum Lachen habt, das hier war mein altes Stativ, nein, Stativ kann man nicht sagen. Ich habe ja 2 gehabt, die sind alle kaputt gegangen, weil sie so ein Lump waren. Das war jetzt nur so eine Zwischenlösung, es war auch komplett aus Plastik. Und zwar ist es eins mit einem Saugnapf. Das heißt, ich habe sie immer auf meine Glasplatte gesaugt und hab dann da immer rumlatschen müssen. Also es ist zwar nicht schlecht, weil es sich komplett biegen lässt in alle Richtungen, aber es ist einfach total wackelig und vor allem wenn man länger belichtete Aufnahmen machen will, ist es einfach der Horror. Man kann sehr schlechte Positionen nehmen, ich kann es nicht aufs Fensterbrett stellen oder sonst was, dann es wackelt wieder wahnsinnig, wenn ich einen Auslöser drücke und ja, ich bin jetzt wirklich froh, dass ich ein gescheites Stativ habe. Das Geld war es mir auf jeden Fall wert. Ich kann dieses Ding erstmal in ein Regal räumen. Und ja, gut, das war's.